Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute will ich euch mal erklären, was ist ein Container-Event, wie könnt ihr es selber machen und wie könnt ihr die Befehle nutzen, die dafür nötig sind, damit Leute bei euch bieten können auf diese Produkte. Erstens mal Leute, ein Container-Event ist wie eine Versteigerung, man weiß nie, was man gewinnt. Zum Beispiel, hier ist jetzt meistens bei einem Container-Event zugebaut, man sieht also nie, was man kauft. Und die Leute bieten immer entweder auf eine Truhe oder was halt in so einem kleinen Raum hinhalt ist, Leute. Und das Ding ist, diese Container-Events sind sehr beliebt bei reicheren Spielern, weil die halt nichts zu tun haben und die geben gerne ihr Geld aus, Leute. Und da kann auch schon mal für einen Container so 50.000 Dollar anfallen. Das ist eine Menge, Leute. Ich weiß. Aber das ist der Container auch manchmal wert. Ihr könnt da auch durchaus Plus rausschlagen, wenn ihr natürlich wisst, wie. Erstens mal kann man bei einem Container, sage ich mal, mit einem schönen X-Ray Texture Pack einfach durchgucken und zu sehen, was drin ist. Man kann natürlich nicht sehen, was in der Truhe drin ist. Es kann natürlich Crap sein. So, Leute. Das zweite ist, wie könnt ihr selber ein Container-Event aufbauen? Damit da Leute auch hinkommen, müsst ihr wertvolle Sachen da rein tun, die ihr selber besitzt, sowas wie Beacons, Dracheneier, Endportalrahmen. Die Endportalrahmen bitte nicht placen, ansonsten. Und Eggs und sowas. Oder vielleicht auch mal ein Plot, was ihr verkauft, könnt ihr ja auch zur Versteigerung da rein tun. Das geht einfach ganz leicht. Ihr nehmt euch einfach einen Amboss und schreibt da drauf, Plot von so und so hast du gewonnen und von euch signiert. Damit man auch sieht, dass es ein Echtheitszertifikat ist, Leute. So, das nächste ist, wie könnt ihr das selber machen? Ihr müsst einfach diese Wand hier aufbauen. Das ist meistens so die klassische. Und dann schreibt ihr einfach in Chat OP-Container-Event oder Container-Event. Aber ihr müsst auch schon ein ordentliches Plot haben und ein ordentliches Haus, damit da auch wirklich Leute hinkommen und auch ordentliche Summen bieten. Das zweite ist, Leute, das dritte meine ich, P-Chat. Jetzt sind wir im Plot-Chat, Leute. Und da werden meistens die Gebote zum Beispiel abgegeben. 1K, 2K, und dann gibt es auch noch einen Optionator, der die Gebote entgegennimmt, Leute. Das könnte entweder ihr sein oder halt jemand anderes, euer Freund oder jemand, der den ihr dafür bezahlt. Das Ding ist, der das Gebot zuerst geschrieben hat, bekommt den Zuschlag und nicht der es als letztes geschrieben hat, Leute. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Abonniert mich bis zum nächsten Video. Ciao.